Herzlich willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Wildermann. Wir möchten eine neue Woche starten mit unserem Wochencocktail The Pump. Dazu gehört bei uns 4 cl von unserem Gin, 2 cl von unserem Hibiskussirup, Ananassaft, Maracuja-Saft und aufgefüllt wird das Ganze mit Ginger Ale und wir brauchen noch eine Limette. Damit wollen wir anfangen. Die Limette fangen wir an, erstmal links und rechts aufzuschneiden, dann zu halbieren und zu vierteln. Und die Viertel machen wir nochmal etwas kleiner und tun dieses direkt ins Glas. Das soll schon reichen. Wer möchte oder ein größeres Glas hat, kann auch direkt eine ganze Limette nehmen. Dann kommen wir zu dem Schwierigen, nämlich das Ganze zu zerstößeln. Schön ausquetschen die Limette, dass der Saft ordentlich rauskommt. Das soll genügen. So, nun fangen wir an, unseren Pump ordentlich zu kreieren. Dazu benötigen wir Eis. Wie schon gesagt, 4 cl von einem handelsüblichen Gin. 2 cl von einem Hibiskussirup. Da ist wieder, wie schon in vielen anderen Cocktailvideos, die wir gemacht haben und die ihr vielleicht schon gesehen habt, so dass wer es etwas süßer mag, natürlich auch mehr Sirup nehmen kann. Circa 5 cl von unserem Ananassaft und 5 cl von unserem Maracuja-Saft. Das Ganze wird jetzt kräftig geschüttelt, damit sich alles schön vermengen kann. So, das soll schon genügen. Dazu benötigen wir jetzt noch circa 2 bis 3 Eiswürfel, die wir direkt ins Glas geben. Natürlich brauchen wir noch ein Sieb, damit wir das Ganze direkt ins Glas seilen können. So, das soll schon reichen. Und natürlich benötigen wir noch Ginger Ale zum Auffüllen. Sehr schön. Und zum Abschluss zur Dekoration noch eine Physalis und natürlich unsere Strohhalme. Und da wären wir angelangt bei The Pump. Schmecken lassen.